sind hier am Ruderclub vor dem Marburger Ortsteil Gisselberg. Und die Tauchergruppe der Bereitschaftspolizeiabteilungen aus Mülheim und Wiesbaden suchen hier nach wichtigen Beweismitteln für unsere Kriminalpolizei. Also in erster Linie suchen wir mal einen kleineren Wandtresor, von dem wir also wissen, dass ihn die Täter hier vermutlich nach ihrem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus hier in Gisselberg hier in der Lahn dann entsorgt haben. Ja, wir haben eine Tätergruppe im Auge schon seit etwas längerer Zeit, die wir für verantwortlich halten, im und um Marburg Einbrüche begangen zu haben. Zwei Tatverdächtige wurden letzte Woche in der Nähe von Marburg festgenommen. Und in diesem Zusammenhang konnten bereits Straftaten, insbesondere Einbrüche, geklärt werden. Ja, wir haben sie jetzt im Verdacht, weitere Einbrüche begangen zu haben, und zwar zurückliegend, und haben konkrete Hinweise, dass sich in diesem Bereich der Lahn zumindest ein Tresor oder auch weitere Beute befinden sollen. Und die suchen wir bei diesem herrlichen Wetter. Die Bedingungen sind ja hier ersichtlich. Die Lahn ist also hier weitestgehend zugefroren. Wenn ich das richtig verfolgt habe, haben die ein Loch ins Eis schneiden müssen mit der Motorsäge, und die Eisstärke beträgt etwa 15 bis 18 cm. Also es war schon relativ schwierig, überhaupt erstmal einen Zugang zu finden. Sehr schön ist es halt, dass diese Tauchergruppe sofort bereit war, selbst bei diesen Witterungsbedingungen nach den wirklich wichtigen Beweismitteln zu suchen. Denn die Täter sind polizeibekannt. Sie räumen eigentlich nur das ein, was man ihnen auch deutlich nachweisen kann. Und von daher wäre das Finden dieses Tresors für das zukünftige Verfahren von eminenter Wichtigkeit. Und das hat hervorragend geklappt. Die hatten Zeit, die sind entsprechend ausgerüstet, und die tauchen selbst bei diesen Bedingungen, wenn es denn sein muss. Momentan haben wir eine Wassertemperatur von 0,3 Grad plus und eine Außentemperatur von 8,4 Grad minus. Das heißt also, dass es im Wasser wärmer ist als oberhalb der Wasseroberfläche. Und die Gefahr für den Taucher ist halt eben dann, wenn er über die Wasseroberfläche hinaus schaut, dass halt eben der Lungenautomat, das ist also dieses Gerät, was die Luftzufuhr zu dem Taucher sichert, halt eben bei den Temperaturen ganz schnell einfriert. Das heißt, er muss der Taucher Arztgehilfe, das heißt meine Person, darauf achten, dass das nicht zu solchen Unfällen kommen kann. Der Tauchereinsatzleiter achtet darauf, und der Leine- oder Signalmann, der den Taucher an der Leine hat, ebenfalls. Sodass also sicherlich gewährleistet ist, dass dem Taucher in dieser Form nichts passieren kann. Die Sicherheitsbestimmungen sind bei uns haben oberste Priorität. Ja, ich mache ganz langsam. Großes Loch. Ja, okay. Ich sehe deine Ja, natürlich.